Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich habe auf YouTube eine Abstimmung gemacht, ihr hättet ja oder nein ankotzen können. Die Abstimmung war, hi Leute, Miguel ist jetzt bei seinen Eltern, ihr braucht euch keine Sorgen mehr machen und er bekommt jetzt professionelle Hilfe. Einige haben da sehr vieles falsch verstanden, etwas komplett anderes reininterpretiert. Deswegen meine Frage, wollt ihr, dass ich zu dieser Thematik ein letztes Video mache, wo ich euch alles erkläre, warum wir im Hotel waren, warum wir nichts gemacht haben, als er die Videos hochgeladen hatte, etc. Und ja Leute, 90% haben für ja gestimmt, aber ich werde jetzt trotzdem dazu kein Video mehr machen zu diesem Thema, denn Freunde, Miguel, seine Gesundheit ist jetzt erstmal an erster Stelle, hat die höchste Priorität und ob einige da was falsch verstanden haben oder nicht, ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt im Endeffekt auch gar nicht mehr. Ich habe mit einigen Leuten gequatscht, denen erklärt, wie es war und alles und das reicht auch, wenn andere was falsch irgendwie verstanden haben oder sonst was, dann ist es eben so, man kann es nicht jedem recht machen, Freunde. Und ja Leute, kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar hatte ich jetzt vor ungefähr einer Woche ein Video gemacht, wo ich Obdachlosen helfen wollte. Das Video ging ca. 42 Minuten und in diesem Video war sehr oft Werbung drin. Wenn man sich aber die ersten Sekunden vom Video angeschaut hat, wusste man auch direkt, warum so viel Werbung da drin ist. Ich habe extra so viel Werbung da reingemacht, weil ich mit diesem Video Obdachlosen unterstützen wollte. Das ganze Geld, was ich mit diesem Video gemacht habe, möchte ich jetzt Obdachlosen geben, Freunde. Und ich habe euch gesagt, dass ich euch zeigen werde, wie viel Geld das insgesamt jetzt werden und so weiter, Freunde. Jetzt, nach circa einer Woche ist der Stand jetzt. Ich aktualisiere das Ganze für euch einmal noch, damit ihr nicht denkt, ich fake irgendwas. Wir haben jetzt 119 Dollar, das sind umgerechnet ca. 104–105 Euro. Für 24.000 Aufrufe ist es eigentlich schon eine relativ gute Summe, Freunde. Ich selber werde dann auch noch was drauflegen. Und ich habe jetzt noch ein paar Leute, die das Ganze unterstützen werden. Von einigen warte ich jetzt noch auf eine Rückantwort. Und Hustler hat mir auch schon mal zugestimmt, Freunde. Hier. Er wird mir 30 Armbänder zukommen lassen, Freunde. So sehen die Armbänder aus. Ich zeige euch das mal. So sehen die Armbänder aus. Richtig schöne Armbänder sind das, Freunde. Und ich werde jetzt 30 Stück auch noch den Leuten verschenken, so als Geschenk. Ich hoffe, die werden sich darüber freuen. Und mit dem ganzen Geld werde ich denen dann halt etwas zu essen kaufen oder was zu trinken oder denen einfach so Geld geben, je nachdem, was die sich wünschen. Und ja, Freunde, ich habe vorgehabt, das Ganze im Laufe der nächsten Woche zu machen. Am Anfang habe ich mir gedacht, dass ich das Ganze nicht aufnehmen werde, aber dann hätten ein paar gesagt, so, fake, der behält das Geld bestimmt selber oder sonst was. Ganz ehrlich, das würde mich im Endeffekt nicht mal interessieren. Hauptsache ich selber und meine Kollegen wissen es, dass wir es gemacht haben. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ey, es wäre doch eine coole Idee, das Ganze aufzunehmen und mit diesem ganzen Geld, was ich in diesem Video auch verdiene, für ein weiteres Video wieder an Obdachlosen verschenke, dass quasi immer wieder was reinkommt, was ich Obdachlosen schenken kann mit diesem Video. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Ich werde dann in nächster Woche ein Video machen, wo ich denen das Geld gebe oder was zu essen und so weiter und dann die Armbänder und alles. Werde das Ganze aufnehmen und mit diesem ganzen Geld, was ich dann durch dieses Video verdiene, werde ich wiederum ein Video machen. Ich zeige euch das noch einmal ganz kurz hier, Freunde. Obdachlos sein bei minus 3 Grad Kälte. Hier, das ist die Analytics, Freunde. 119 Dollar kann man hier sehen. Hier. Ich aktualisiere jetzt einmal die Seite nochmal, damit ihr nicht denkt, ich verarsche euch. Hier 119 Dollar, Freunde, vom letzten 28 Tagen, 31.10. bis zum 27.11., obwohl das Video gar nicht so lange ist. Hier habt ihr alles, Leute, und ja. So, das war's dann auch erstmal fürs Erste, Freunde, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Laufe der nächsten Tage bei einem neuen Video wieder und Ende der Woche zu diesem Video, wo ich Obdachlosen das Ganze geben werde. Back, I'm trying to put you to bed, to bed, to bed. I wanna put you to bed.